The Pioneer Briefing, der Podcast. Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 10. März. For the American people and for the people of the West who have been moved by your resilience and by the bravery of the Ukrainian people, do you have a message for them? Wow. I don't know what to say. Thank you very much. You know, what to say to Americans? I just want you to feel and to understand what does it mean for us freedom. Americans, if you see and if you understand how we feel life, how we fight against all the enemies for our freedom, support us. And I think we'll win. Of course, together with all the world. Das ist der ukrainische Präsident Zelensky, den wir da hören. Er gibt medial auch heute Nacht weiter den Ton an. In Großbritannien wird der Mann als neuer Winston Churchill gefeiert, aber das ändert nichts daran, dass das militärische Geschehen in der Ukraine bitter bleibt und sprachlos macht. Bei mir ist Gordon Ripinski, der auch in dieser Nacht die Ukraine für uns beobachtet hat. Einen schönen guten Morgen, Gordon. Guten Morgen, Gabor. Was weißt du Neues aus dem umkämpften Land, das so brutal angegangen wird und von seiner Bevölkerung so tapfer verteidigt wird? Gabor, Behördenvertreter der ukrainischen Staatlichkeit haben in dieser Nacht erneut aus mehreren Städten Beschuss in der Ukraine gemeldet. Im Nordosten zum Beispiel, da haben wohl russische Flugzeuge die Umgebung der Großstadt Sumy bombardiert. Ziemlich schwer bombardiert sogar. In der Nähe liegt eine etwas kleinere Stadt, Ochtyrka heißt sie. Und hier sind sogar Wohngebiete beschossen worden und eine Gasleitung wurde getroffen. Aber auch im Süden des Landes wurden Kampfhandlungen gemeldet. Der Bürgermeister der südukrainischen Stadt Mykolajew berichtet von Beschuss durch Mehrfachraketenwerfer und er glaubt, dass eine neue Offensive bevorsteht. Das klingt nicht gut, Gordon. Wie steht's um die Zivilisten? Konnten denn die Menschen aus Mariupol endlich fliehen? Wir erinnern uns gestern Morgen, 200.000 Menschen, sagte das Rote Kreuz, warten alleine in dieser Hafenstadt auf ihre Flucht. Ja, Gabor, leider keine guten Nachrichten aus der Hafenstadt am Ufer des Asowschen Meeres. Mariupol, wir erinnern uns, hier leben knapp 500.000 Menschen, also etwa so viele wie in Düsseldorf oder wie in meiner Heimat Hannover. Mariupol ist weiter eingekesselt und da gab es weder gestern noch heute Nacht den ersehnten Fluchtkorridor. Im Gegenteil, hier wurde ein, und wenn du mich fragst, Gabor, Menschenrechtsverbrechen begangen. Eine Entbindungsklinik wurde beschossen. Immer wieder die Bilder der Verwüstung, die sehen wirklich, wirklich sehr schlimm aus. Man sieht verletzte Mütter, Kinder, hochschwangere Frauen und noch in 1 Kilometer Entfernung hörte man die Detonation. Das war gestern Abend kurz nach der Tagesschau bei uns. Weltweite Empörung hat dieser Angriff auf die Wehrlosesten der Wehrlosen ausgelöst. Und der ukrainische Präsident meldete sich per Video aus Kiew zu Wort. Стрілять по Ростову? Хто-то в роддомі унижав? Ja, er fragte, was für ein Land ist das, die Russische Föderation, die Angst hat vor Krankenhäusern, Angst hat vor Entbindungskliniken und sie zerstört. UN-Generalsekretär Antonio Guterres, der sprach von einer entsetzlichen Tat und forderte, die sinnlose Gewalt müsse aufhören. Also in Mariupol, Gabor, ist die Lage weiter wirklich dramatisch. Was machen diese Bilder, Gordon, diese Ereignisse mit den Ukrainern? Sinkt deren Kampfesmut, wächst die Verzweiflung? Was wissen wir? Ja, Gabor, es gibt beides. Hohe Fluchtbereitschaft und eine Widerstandshaltung, mit der Russland offenbar auch nicht gerechnet hat. Die Ukraine, der Staat, weiß, wie man die eigenen Leute bei der Ehre packt. Heute Nacht wurde dieses Video publiziert. Zu sehen sind da Bauern, die mit Traktoren auf Panzer losgehen, die dann schließlich die Soldaten aus den Panzern vertreiben und die diese schweren Fahrzeuge, Gabor, das muss man sich mal vorstellen, an den Haken nehmen und abschleppen. Russische Soldaten rennen dann ihren Panzern hilflos hinterher und dazu gibt es einen Text und zwar, wir nutzen alles, um sie zu schlagen, peinlich für die russische Armee, Ehre den ukrainischen Bauern. Interessant, sehr gut gemacht, aber wie ging es den Zivilisten, den Nicht-Farmern, den Nicht-Soldaten? Was wissen wir über den Zustand der ganz normalen Bevölkerung, Gordon?
Aber in vielen Städten gibt es weder Strom noch Wasser. Insofern, wer nicht im wehrfähigen Alter ist und fliehen kann, der packt seinen kleinen Koffer. Mindestens 35.000 Zivilisten sind gestern insgesamt nach offiziellen Angaben aus von russischen Truppen belagerten Städten in Sicherheit gebracht worden. Drei humanitäre Korridore haben es den Bewohnern ermöglicht, die Städte Sumy zum Beispiel im Nordosten, Enerhodar im Südosten und die Gebiete um die Hauptstadt Kiew zu verlassen. Immerhin. Kurz vor dem heutigen Treffen, Gordon, zwischen den beiden Außenministern der Ukraine und Russland, Kuleba und Lavrov, die sich ja in Antalya in der Türkei treffen wollen, da formulieren die USA nochmals sehr heftige Vorwürfe in Richtung Russland. Ja, das stimmt, Gaber. Die Sprecherin von US-Präsident Joe Biden, Jen Psaki, die twitterte gestern Abend noch, wir sollten alle darauf gefasst sein, dass Russland möglicherweise chemische oder biologische Waffen in der Ukraine einsetzt. Das wäre natürlich eine unkalkulierbare Intensivierung dieses Konflikts und diese Äußerungen belasten natürlich sicherlich auch das heutige Gespräch zwischen den Außenministern Lavrov und Kuleba in der Türkei. Aber gibt es Belege für diese ja in der Tat unfassbare Behauptung? Ja, das nicht. Und wir wissen ja, in Kriegszeiten ist alles unsicher. Aber seit die USA den Kriegsbeginn so genau vorhergesagt haben, gibt es ja schließlich einen berechtigten Verdacht. Und zwar Joe Biden hat weit oben in der russischen Führung einen Spion sitzen. Das ist der Stoff, aus dem dann später Netflix-Serien entstehen. Spannend allemal. Was sonst hat Joe Biden zu bieten in diesem Konflikt? Ja, kurz vor dem Treffen der Außenminister in Antalya telefonieren heute Morgen wahrscheinlich um 9.30 Uhr der türkische Präsident Erdogan und US-Präsident Biden noch einmal miteinander. Das teilte das Weiße Haus heute Nacht mit. Also womöglich wird Erdogan, immerhin NATO-Mitglied, in die Pflicht genommen. Er hatte sich selbst als Vermittler zwischen dem Westen und Putin ins Spiel gebracht. Schnell noch ein Blick ins deutsche Inland, Gordon. Da treibt die Menschen der Blick auf die Spritpreise um. Die erklimmen noch nie gekannte Höhen. Jedenfalls zu unserer beider Lebzeit haben wir das noch nicht gesehen. Deutschland bezieht ja weiter Öl, Kohle und Gas aus Russland. Wirtschaftsminister Habeck sagte gestern im Heute-Journal, man werde sich, Zitat, schnell aus der Klammer von russischen Importen befreien. Warum es nicht sofort geht, das erklärte er in dem Interview folgendermaßen. Natürlich will ich der Ukraine helfen, aber wir können nur Maßnahmen beschließen und ich kann die nur verantworten, von denen ich weiß, dass wir sie auch durchhalten und dass sie nicht zu schweren wirtschaftlichen Schäden in Deutschland führen. Und das wäre der Fall, wenn wir jetzt Öl, Kohle und Gas sofort nicht mehr in dieses Land lassen würden. Wie schätzt du das ein, Gordon? Wie groß wird der Druck auf die Politik in den nächsten Tagen und Wochen, was dieses Thema, die Spritpreisexplosion, angeht? Ja, Gabor, der Druck ist jetzt schon riesengroß. Wir haben gestern mit Lars Klingbeil gesprochen. Der SPD-Chef war an Bord der Pioneer One und hat uns erzählt, dass die Abgeordneten des Bundestages und somit auch er persönlich ja mehr E-Mails von besorgten Bürgern wegen der Spritpreise bekommen als wegen des Ukraine-Krieges selbst. Also die Politik kämpft hier, wenn man so will, einen politischen Zwei-Fronten-Krieg. Gordon, vielen Dank für dieses News-Update am frühen Morgen aus der ukrainischen Nacht. Danke, Gabor. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Professor Wolfgang Ischinger fordert als Diplomat und ehemaliger Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, dass auch der Westen verbal abrüstet. Nicht um Putin zu schonen, sondern um der Diplomatie eine Chance zu geben. Wir dürfen verbal nicht eskalieren. Wir dürfen nicht verbal das tun, was wir uns militärisch und politisch ja selbst zu Recht verboten haben, nämlich uns in eine Eskalation hineinzusteigern. Anne Schwedt in New York kennt die neue Executive Order des amerikanischen Präsidenten zur Kryptowährung. Und Annette Weisbach in Frankfurt blickt auf die mit Spannung erwartete heutige Sitzung der EZB. Wir schütteln gemeinsam den Kopf über einen kuriosen Vorschlag von Ursula von der Leyen. Und wir freuen uns, dass sich der gute alte Stevie Wonder mal wieder sehr politisch zu Wort meldet. Mutige Ukrainer stellen sich den russischen Soldaten, so wie hier in Cherson, einer gefallenen Hafenstadt. Solche Bilder von furchtlosen Zivilisten gehen um die ganze Welt und sie berühren uns, zu Recht. Die russischen Soldaten dürften sich wundern. Sie dachten, oder zumindest hat man ihnen das erzählt, sie seien auf einer Befreiungsmission. Aber die Ukrainer wollen gar nicht befreit werden. Und wenn doch, dann von diesen Befreiern.
Es droht ein langer, ein schmutziger Krieg. Und die Frage aller Fragen ist doch die, gibt es einen Ausweg aus dieser Spirale der Gewalt? Wie hoch ist die Chance eigentlich, dass die Diplomatie doch noch zurückkehrt? Was muss der Westen jetzt tun? Was darf er? Was kann er tun? Und sind die Hitler-Vergleiche auf beiden Seiten übrigens zielführend? Das alles bespreche ich mit Professor Wolfgang Ischinger, ehemaliger Botschafter in London und in Washington, später dann lange Jahre und sehr prägend der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz. Er ist die Stimme der Diplomatie in dieser Zeit, wo viele ja auch bei uns lieber zu den Waffen rufen möchten. Hören wir zu, was dieser erfahrene Mann uns zu sagen hat. Einen schönen guten Morgen, Wolfgang Ischinger. Guten Morgen, lieber Steingart. Alle reden vom Krieg und von der Bombardierung und von den Toten. Herr Ischinger, wo bleibt eigentlich die Stunde der Diplomatie? Die Stunde der Diplomatie ist dann gekommen, wenn einer von beiden oder möglichst beide Kontrahenten den Glauben bereit sind aufzugeben, dass sie militärisch ihre Ziele eins zu eins durchsetzen können. Solange eine Partei der Auffassung ist, dass sie ihre Ziele durchsetzen kann, wird man sich nicht ohne Not an den Verhandlungstisch begeben. Im Augenblick, glaube ich, ist die Situation deswegen für die Diplomatie außerordentlich schwierig, weil jedenfalls nach meinem Eindruck die russische Seite noch nicht bereit ist anzuerkennen, dass sie diesen Krieg jedenfalls langfristig betrachtet wahrscheinlich gar nicht gewinnen kann. Und die andere Seite ist noch nicht bereit zuzugeben, dass sie ihn verlieren könnte. Und ich gehöre zu denen, die hoffen, dass das auch gar nicht eintritt. Wobei es schon so aussieht, manche sagen ja, der Angriff der Russen sei stecken geblieben und alles dauere viel länger als geplant und Putin sei deshalb frustriert. Ist das tatsächlich die Lage? Wie verhält es sich mit der Kriegsdauer und dem Kriegserfolg? Wie ist da Ihre Einschätzung? Also ich glaube, man muss unterscheiden zwischen der Eroberung und der Besetzung. Was im Augenblick von russischer Seite versucht wird, ist ja zunächst mal die Eroberung. Und die ist ja noch nicht mal zur Hälfte gelungen. Gehen wir mal davon aus, wenn wir Realpolitiker sind, dass angesichts der russischen Übermacht die Eroberung möglicherweise militärisch gelingen könnte, vielleicht sogar gelingen wird. Dann kommt aber der zweite Teil, nämlich was macht denn derjenige, der diese riesige Ukraine mit über 40 Millionen Menschen besetzt hat, was macht er denn dann? Dann muss er ja aus der Eroberung eine Art Besatzungsregime machen. Und da, glaube ich, hat die russische Führung, hat vielleicht auch Putin selbst, den größten Fehler in der Einschätzung gemacht. Man ist ja offensichtlich in Moskau davon ausgegangen, dass die Ukrainer die anrückenden russischen Truppen mit Blumen begrüßen würden und sich freuen würden über diesen Akt der Befreiung. Das hatten wir im Westen ja auch schon mal geglaubt, als wir in anderen Teilen der Welt unterwegs waren. In der Tat. Also die Frage, wie kann Russland dann dieses Land besetzen und halten, das stelle ich mir als eine eigentlich kaum lösbare Aufgabe vor. Falls er das überhaupt vorhat. Woher wissen wir, dass Putin tatsächlich vorhat, hier ein Protektorat zu errichten? Vielleicht reicht es ihm ja seine politischen Forderungen. Pufferzone, keinen NATO-Status, möglicherweise Zugang auch wiederum zu unseren westlichen Märkten, Wegfall des Sanktionsregimes. Vielleicht will er das nur durchsetzen und zieht sich danach zurück. Dann sind wir ja wieder bei meinem Ausgangspunkt, Herr Steingart. Genau, denn wenn tatsächlich die russische Seite erkennt, dass sie die ursprünglichen Maximalziele, dass sie die so nicht durchsetzen kann, dann wird man vielleicht zu reduzierteren Zielen übergehen, so wie Sie es gerade genannt haben. Und dann tatsächlich ist die Stunde der Diplomatie gekommen. Wir sehen diese Nachrichten aus Russland und diese, naja, auch Verleumdung der ukrainischen Regierung als Nazis. Und gleichzeitig bedient sich auch der Westen einer Sprache, die Medien, aber auch die Politik, dass der russische Präsident seinerseits wahnsinnig sei, verrückt sei, rachsüchtig, frustriert, eigentlich ein Irrer. Und manche, Hillary Clinton war da an vorderster Front, haben ihn damals nach der Krim schon mit Adolf Hitler verglichen. Wie hilfreich sind denn diese Klassifizierungen eines amtierenden Präsidenten als Verrückten? Das ist für mich überhaupt die entscheidende zentrale Sorge. Ich
plädiere dafür, seit Tagen mit allen Möglichkeiten, die ich habe, zu einer zurückhaltenden Sprache. Wir dürfen verbal nicht eskalieren. Wir dürfen nicht verbal das tun, was wir uns militärisch und politisch ja selbst zu Recht verboten haben, nämlich uns in eine Eskalation hineinzusteigern. Wenn politisch verantwortliche Menschen in USA, da ist es passiert, aber eben ebenfalls in Europa, aufrufen zur Eliminierung des russischen Präsidenten, dann hat das doch vorhersehbar vor allem einen Effekt. Nämlich, dass man in Russland wird sagen können, dem Westen geht es ja gar nicht um die Ukraine und um die armen Menschen, die dort möglicherweise zu Schaden kommen und umgebracht werden, sondern dem Westen geht es um was ganz anderes, um Regime Change in Russland. Und deswegen, 140 Millionen Russen, müsst ihr euch jetzt schützend um mich, euren Präsidenten, stellen, denn das darf ja wohl nicht wahr sein. Ich plädiere also dafür, dass wir uns in der Sprache mäßigen, dass solche Sprücheklopfereien über Eliminierung der russischen Führungsriege oder auch das Zerren von Putin, Lavrov und anderen möglichst bis übermorgen vor das Kriegsverbrechertribunal in Den Haag, das ist aus meiner Sicht übergriffig. Es ist unnötig. Ich rate dazu, wie man in Amerika sagt, first things first. First things heißt, jetzt möglichst eine Lage herbeiführen, in der Verhandlungen stattfinden können. Mehr Verhandlungen als die zwischen Ukrainern und Russen bisher schon stattgefunden haben. Diese Verhandlungen hoffentlich mit dem Ergebnis eines Waffenstillstands, dann hoffentlich übergehend in einen Verhandlungsprozess über eine politische Lösung des Konflikts. Da taucht dann die NATO-Frage auf und so weiter. Das muss doch jetzt unser Ziel sein, die Beendigung des Kriegs und gar nichts anderes. Bitte keine Irrwege und keine Illusionen in diese Debatte hineinbringen, die todernst ist, bei der es um Menschenleben geht. Und die müssen wir jetzt versuchen zu retten durch ein möglichst frühes Ende des Kriegs durch einen Waffenstillstand. Für viele hat man das Gefühl, ist Putin gar nicht mehr satisfaktionsfähig als Verhandlungspartner. Sie haben ihn in eine Ecke gerückt, in der heraus sie gar nicht mehr mit ihm letztlich von gleich zu gleich sprechen können. Ist Putin noch für den Westen, nach dem, was wir an rhetorischen Formulierungen gehört haben, Sie haben Den Haag, auch das Kriegsverbrechertribunal erwähnt, ist es überhaupt noch möglich, mit ihm nach diesem Vorlauf zu einem Frieden zu kommen? Ich fürchte, wir haben keine Alternative. Mit wem denn sonst? Es sei denn, es passieren Dinge in Russland, die ich mir nicht ausmalen möchte. Wir haben nur diese russische Führung. Und mit dieser russischen Führung muss jedenfalls so lange verhandelt werden, wie sie sich nicht selbst aus dem Spiel nimmt, selbst kapituliert oder diesen ganzen Vorgang in der Ukraine abbricht. Wir haben nur diese Führung. Und es ist ganz, ganz wichtig, Herr Steingart, dass wir uns nicht nur mit der Sprache, die wir hier benutzen, mäßigen, sondern dass wir mit allem, was wir an Möglichkeiten haben, dafür plädieren, dass die Kommunikationskanäle zwischen Washington und Moskau, zwischen Brüssel und Moskau, auch zwischen Berlin und Moskau, nicht abbrechen, selbst wenn es gegen die eigenen Überzeugungen geht. Es geht hier wirklich um existenzielle Fragen und da müssen wir sozusagen durch, auch wenn es uns nicht gefällt. Das ist ja die Aufgabe des Politikers eigentlich, Interessensgegensätze erst zu verstehen, auszuhalten, auszubalancieren. Erst wenn er gescheitert ist, kommen ja die Militärs zum Zuge. Putin, nochmal zurück zur Frage, wer ist dieser Wladimir Putin? Die wenigsten, die heute über ihn sprechen, haben ihn je getroffen. Sie haben ihn mehrfach getroffen. Er war bei Ihnen zu Gast auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Malen Sie uns ein Psychogramm dieses Mannes. Wer ist das? Ich sehe bei Putin einen Putin 1. Das war der Putin, der im Reichstag, also vor dem Deutschen Bundestag, vor 21 Jahren eine damals beklatschte Rede gehalten hat, die verschiedene Nachrichten, verschiedene Impulse enthielt, die eigentlich auch so verstanden wurde, dass er engere Beziehung zum Westen knüpfen wollte und so weiter. Die Welt befindet sich auf einer neuen Etappe ihrer Entwicklung. Wir verstehen,
Ohne einer modernen, dauerhaften und standfesten internationalen Sicherheitsarchitektur schaffen wir auf dem Kontinent nie Vertrauensklima an. Und ohne diesem Vertrauensklima ist kein einheitliches Großeuropa möglich. Das war der Putin 1. Und seit 2007 etwa, vielleicht schon ein halbes Jahr vorher, seit 2007, nämlich seit seiner Rede bei uns bei der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar 2007, sehe ich einen Putin 2. Das ist der Putin, der zum Schluss gekommen ist, dass der Westen selbst, das war seine Schlussfolgerung, die ich zwar für falsch halte, aber es war seine Schlussfolgerung, dass der Westen sich selbst nicht an die internationalen Regeln hält, dass die USA militärische Macht ausspielen zu Lasten der russischen Interessen. Und damals hat er mit seiner Rede 2007 massiv gegengehalten und hat gewarnt. Ich glaube, dass der Prozess der NATO-Erweiterung überhaupt keinen Bezug auf die Modernisierung der Allianz hat und auf die Sicherheit in Europa. Das ist im Gegenzug ein provozierender Faktor, das gegenseitig das Vertrauen senkt. Und wir sind berechtigt, offen zu fragen, gegen wen ist diese Erweiterung gerichtet? Und was ist aus den Zusicherungen geworden, die uns unsere westlichen Partner nach der Auflösung des Warschauer Vertrags gegeben haben? Wo sind diese Zusicherungen jetzt? Wir haben das damals aus meiner heutigen Sicht wirklich nicht ernst genug genommen. Ich sehe also hier einen wirklich klar erkennbaren Schnitt zwischen dem Putin 1, das war übrigens auch der Putin, mit dem Gerhard Schröder konnte, und dem Putin 2, der ein kalt kalkulierender und brutal vorgehender Machtmensch geworden ist, der Machterhalt und Machterweiterung und Wiederherstellung, und damit sind wir dann beim eigentlichen zentralen Thema, Wiederherstellung einer Pufferzone um Russland, Wiederherstellung mit seinen eigenen Worten des Status vor 1997, also vor dem Beginn der NATO-Erweiterung. Das ist sein strategisches Ziel, daran hält er fest. Aber der Westen hat sich ja entschlossen, durch Wirtschaftssanktionen ihm hier richtig einen Schaden zuzufügen der russischen Volkswirtschaft, damit auch der Kriegskasse. Die Amerikaner sind jetzt noch mal einen Schritt weiter gegangen mit dem Ölembargo. Denken Sie, dass die Bundesrepublik, der ukrainische Botschafter in Berlin, drängt darauf, auch die Energiebeziehungen zu Russland kappen sollte? Sie wissen, wir sind die Nummer 1 bei den Gasabnehmern und die Nummer 3 bei den Ölabnehmern. Also mir ist das Dilemma vollkommen klar, in dem wir sind. Ich denke aber, angesichts der gegenwärtigen Lage in der Ukraine, könnte es schon richtig und notwendig sein, einen solchen Schritt, so wie in die USA jetzt gegangen sind, mitzugehen, möglicherweise aber konditioniert. Also ich könnte mir vorstellen, dass man sagt, lieber Freund Putin, wir werden ab sofort den Import deiner fossilen Energie einstellen. Und zwar so lange, bis deine Armee das Schießen in der Ukraine eingestellt hat. Also ich entnehme unserem Gespräch, Herr Ischinger, ich fasse zusammen. Wir sollten uns nicht in eine Spirale der Empörung und der Diffamierung hineinsteigern. Die Diplomatie hat, auch wenn sie im Moment vielleicht nicht ihre große Stunde erlebt, sie hat noch Instrumente bereit, die Politik noch nutzen kann und ihrer Meinung nach auch nutzen sollte. Ich bedanke mich bei Ihnen. Genau so ist es. Vielen Dank, Herr Steingart. Danke Ihnen. Auf Wiederhören. Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los? Da genießt die Verteidigungspolitik einen ganz neuen Rang. 100 Milliarden zusätzlich für die Bundeswehr, das ist schon eine Zeitenwende. Und jeder Schritt der Verteidigungsministerin wird deshalb aufmerksamer verfolgt als sonst. Unser Reporter Christian Schweppe ist gestern mit Christine Lambrecht und der Bundeswehr nach Frankreich geflogen. Und dort habe ich gestern Abend mit ihm gesprochen. Hallo Christian, was ist der Grund dieser Kurzreise? Hallo Gabor, ich melde mich heute vom Militärstützpunkt in Evreux hier in Frankreich. Da ist die deutsche Verteidigungsministerin zu ihrem ersten Besuch hingekommen. Und der Grund dafür, der ist recht besonders. Es geht nämlich um die deutsch-französische Lufttransportstaffel. Und da ist heute das erste Flugzeug in Dienst gestellt worden.
Das hat eine ganze Zeit gedauert. Das war ein Projekt, was noch von Ursula von der Leyen auf die Schiene gesetzt wurde. Jetzt geht's also los und beide Seiten haben hier in Evreux betont, dass das vor allem für die deutsch-französische Freundschaft steht. Aber ging es denn auch in diesen kriegerischen Tagen um die Ukraine und die militärische Auseinandersetzung dort? Absolut. Das überlagert natürlich alles, auch hier in Frankreich. Europäische Freundschaft ist das eine, die Zusammenarbeit auch in Militärfragen dann das andere. Und natürlich haben hier alle über die Ukraine gesprochen. Christine Lambrecht hat für die deutsche Seite betont, was für ein besonderer Schritt die Ausrüstung der Bundeswehr jetzt eben mit den 100 Milliarden ist. Das ist eine Kehrtwende, hat sie gesagt. Und sie hat sogar angekündigt, dass Deutschland sich in der Zukunft noch mehr einbringen würde und noch mehr Verantwortung tragen wolle. Und diese Transportmaschinen, die ihr da besichtigt habt, was passiert mit denen? Da ist jetzt das erste dieser Maschinen in Dienst gestellt worden. Und von der französischen Seite hat man gleich gesehen, was mit den bisherigen Maschinen schon alles gemacht wurde in den jüngsten Tagen. Da gibt es nämlich Ausrüstungs- und Ausstattungsflüge an die NATO-Ostflanke. Das heißt, es gibt einen direkten Draht und eine direkte Verbindung zwischen dieser neuen Staffel und der Ukraine-Krise, die wir aktuell erleben. Der Krieg hinterlässt ja Spuren, Christian, bei den Akteuren, nicht nur bei den Journalisten, vor allem bei den politischen Akteuren, meine ich hier. Also wie wirkt unsere Verteidigungsministerin auf dich? Angespannt? Ja, das würde ich schon sagen. Christine Lambrecht wird natürlich in diesen Tagen genau beobachtet. Das beginnt schon auf der Gangway hier in Frankreich beispielsweise. Sie will Stärke zeigen, aber sie muss auch Stärke zeigen. Nach außen wirkt sie meistens unbeeindruckt. Vielleicht hilft ihr da ihre Regierungserfahrung. Nach innen dürfte sie natürlich den immensen Druck spüren, der jetzt ausgerechnet auf ihr liegt. Sie hat jetzt im Kabinett eine der schwersten Aufgaben vor sich. Sie ist inmitten dieser Zeitenwende die deutsche Oberbefehlshaberin und muss nicht nur die Bundeswehr jetzt ordentlich ausstatten, sondern auch das Beschaffungssystem der Truppe reformieren. Und eigentlich wollte sie doch in den Ruhestand gehen, oder nicht? Das ist richtig. Sie ist sehr kurzfristig ins Verteidigungsministerium gekommen, musste sich eine ganze Zeit lang natürlich auch erstmal einarbeiten. Das erstmal ist ganz normal. Das mussten ihre Vorgängerinnen auch. Aber jetzt nähert sich Christine Lambrecht natürlich gerade der 100-Tage-Marke. Und da dürfte sie in den nächsten Tagen natürlich noch einmal genauer beobachtet werden. Ja, vielen Dank, Christian, für diesen Kurzreport und dir einen guten Rückflug nach Berlin. Danke, Gabor. Und was ist heute an den Finanzmärkten los? Na, da schauen sich die Krypto-Fans und Anleger heute genau an, was der amerikanische Präsident Joe Biden da beschlossen hat. Warum das so ist, das weiß meine Kollegin in New York. Guten Morgen, Anne. Guten Morgen, Gabor. Joe Biden hat eine Executive Order für Kryptowährungen veranlasst. Anne, was bitteschön steht da drin? Ja, Joe Biden hat seine Regierung mit der Verfügung aufgefordert, die Chancen und Risiken von Kryptowährungen zu untersuchen. Konkret geht es da um verschiedene Bereiche. Zum Beispiel ist es ein wichtiges Ziel, die Konsumenten zu schützen. In der Kryptowelt gibt es ja doch sehr viele Betrüger, die Profit aus dem Unwissen der Menschen machen. Da soll die Regierung jetzt Vorschläge machen, wie man da einen gesetzlichen Rahmen schaffen kann. Ein weiterer Punkt ist, illegale Aktivitäten in der Kryptowelt zu verhindern. Da besonders mit Blick auf die nationale Sicherheit, zum Beispiel gerade mit Blick auf Russland. Außerdem will Biden, dass Kryptoinnovationen nachhaltiger und damit umweltfreundlicher werden. Kryptowährungen wie zum Beispiel Bitcoin verbrauchen ja doch sehr viel Energie. Und zu guter Letzt will Biden auch noch, dass die Regierung sich anschaut, ob sinnvoll ist, nicht selbst auch eine digitale Version des Dollars herzustellen. Bei den Kryptoanlegern kam die Verordnung super an. Ganz einfach, weil jetzt die Unsicherheit erstmal vom Tisch ist, ob es ein komplettes Verbot von Kryptowährungen in den USA geben wird. Für Bitcoin ging es deshalb um 9% nach oben auf über $42.000. Danke, Anne, für diesen Einblick. Und wir machen weiter in Frankfurt mit unserer dortigen Kollegin. Einen schönen guten Morgen, Annette. Guten Morgen, Gabor. Heute tagt ja das EZB-Direktorium. Sag uns, was plant man dort angesichts der steigenden Inflation? Der Preisdruck nimmt ja immer weiter zu. Also, Annette, was denkst du? Die EZB wird wahrscheinlich abwarten, trotz der sehr hohen Inflationsraten und vor allem trotz dem Umstand, dass diese Inflationsraten weiter steigen werden. Der Grund dahinter ist, dass die EZB einfach gar nichts wirklich gegen diese Inflation ausrichten kann, selbst wenn sie die Zinsen deutlich anziehen würde. Denn wenn man sich anschaut, warum die Inflation so hoch ist, so liegt es nicht an gestiegenen Löhnen.
Es liegt vor allem an gestiegenen Energiepreisen und auch gestiegenen Rohstoffpreisen. Und die hat die EZB nun mal gar nicht unter Kontrolle. Das ist einer der Gründe, warum die EZB nicht handeln wird. Und natürlich der andere Grund ist auch, dass die Unsicherheiten noch nie so hoch waren. Wir wissen einfach nicht, welche Auswirkungen es auf das Wachstum in der Eurozone haben wird, dass der Krieg in der Ukraine doch länger dauert. Und dass Russland sehr stark wirtschaftlich belastet ist. Die Auswirkungen dieser Krise sind einfach noch nicht bekannt. Und somit wird die EZB einfach nichts machen werden. Und sie wird wahrscheinlich auch nicht das Ende des Anleihekaufprogramms entscheiden. Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht? Dass von der Spitze der Europäischen Union die Botschaft kommt, frieren für den Weltfrieden. Ursula von der Leyen, unsere Kommissionspräsidentin in Brüssel, sprach im ZDF ein sehr wichtiges Ziel aus. Eines ist ganz klar, wir müssen unbedingt raus aus der Abhängigkeit von russischem Gas. Soweit so nachvollziehbar. Aber neben Gasspeichern und Energiewende empfiehlt von der Leyen uns allen auch das hier. Und dann schlussendlich gibt es einen Punkt, den möchte ich unbedingt auch nennen, nämlich die Tatsache, dass wir alle dazu beitragen können, unabhängiger zu werden von russischem Gas, überhaupt von den fossilen Brennstoffen, indem wir Energie sparen. Jeder und jeder an seinem Platz kann dieses tun. Aha, Ofen aus, Weltfrieden an, der warme Pulli gegen Putin. Erinnert ein bisschen an die Ölkrise 1973 und die autofreien Sonntage. Um die Versorgung zu sichern, ordnet die Bundesregierung für 4 Sonntage Fahrverbot an. Ausnahmezustand im Autoland. Aber noch nimmt man es scheinbar gelassen. Überhaupt standen Pferdewagen bei den Ausflüglern hoch im Kurs. Der Eigner dieses Luxusmobils reduzierte seine PS von 180 auf 1. Apropos Auto. Greenpeace fordert als Maßnahme gegen Putin Tempo 130. Kommt einem bekannt vor. Wer langsam fährt, so heißt es, verbraucht ja weniger, schon klar. Da kann man am besten gleich Tempo 60 einführen, dann wird es noch sparsamer und vielleicht in der Ukraine noch friedlicher. Bergrunter, einfach rollen. Ein alter Sponti-Spruch, Sie kennen ihn, der lautet ja, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Die neue Version könnte so lauten, stell dir vor, es ist Krieg und alle machen das Licht aus. Da aber wird sich Putin mächtig erschrecken. Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht? Na, dass die Solidarität für die Menschen in der Ukraine immer noch weiter zunimmt. Seit Russland diesem Land den Krieg erklärt hat und es über Nacht angegriffen hat, ohne Grund, ohne Bedrohung, zeigen Menschen überall auf der Welt ihre Anteilnahme. Ob auf Demonstrationen, in Beiträgen im Internet oder auch in Videobotschaften. Sie erheben ihre Stimme gegen eine Aggression, die so gar nicht in dieses 21. Jahrhundert passen will. Und so hat sich jetzt auch der Soul-Sänger und Komponist Stevie Wonder zu Wort gemeldet. In einem Video spricht er über seine Gedanken zum Krieg. Can we survive if Ukraine does not? That is a question that all of us should ask. Are we surprised that the forces of evil are alive and aggressive in today's world? I'm not surprised, and you shouldn't be either. I write and sing about it because I can feel it. You should know about it because you can see. Können wir überleben, wenn die Ukraine fällt? Diese zentrale Frage stellt er sich. Und die Antwort ist eine ganz einfache. Nein, der Krieg zwischen Russland und der Ukraine ist kein bilateraler Konflikt, der ist ein globaler. Und genau deswegen hat Stevie Wonder auch eine Forderung an uns, an die Gesellschaft. Hate has no color, has no loyalty, greed has no commitment but to itself. Only you, the people, can prevent World War III. We must stand up to hate and kill hate before it kills us. I believe in the power of the people, all the people. Nur wir als Gemeinschaft können, sagt Wonder, einen dritten Weltkrieg verhindern. Es ist nicht das erste Mal, dass sich der Sänger politisch äußert. 1985 wirkte er bei der Michael Jackson-Produktion We Are the World mit. Damals ging es um die Hungersnot in Äthiopien. Wir lernen die.
Die Themen wechseln, die Botschaft bleibt. Große Probleme löst man auf dieser Welt besser gemeinsam. Ich wünsche Ihnen einen zuversichtlichen Start, trotz all dieser Nachrichten. Vielleicht sogar gerade deshalb. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart. Jumping!